Was natürlich nicht fehlen durfte, war eine kurze Tour durch die kleineren Verläge der Fantasyhalle. Da habe ich mich eigentlich die meiste Zeit der Buchmesse aufgehalten und habe mich da auch einfach am wohlsten gefühlt. Wie ihr seht, wie schon gesagt, gibt es hier jede Menge kleinere Stände, die hauptsächlich Fantasy-Bücher führen. Und was an diesen kleinen Ständen, diesen kleinen Verlagsständen das Besondere ist, ist, dass ihr hier auch einfach ganz oft die Autoren selbst antreffen könnt. Die Autoren der Bücher, die von diesem Verlag angeboten werden, da sind die Autoren ganz oft auch vor Ort. Ihr könnt die also über ihre Bücher ausfragen, könnt ihnen Fragen stellen, könnt euch dazu informieren, worum geht es in dem Buch. Oder was hat sie dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Es ist das erste Buch und solche Fragen habe ich halt diesen Autoren auch sehr oft gestellt und war dann sehr, sehr überrascht, was da manchmal für Antworten bei rumkommen. Also die Gespräche, die ich mit den Autoren geführt habe, sind teilweise wirklich sehr interessant. Und wenn ihr euch die Namen oben der Verlage mal anguckt, dann sind das meistens solche, die man noch niemals gehört hat. Das ist ein ganz besonderer Stand, nur mal so nebenbei. Die Amusara-Chroniken sind auch ein Buch, was ich euch nur empfehlen kann. Es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Wo der Augenmerk nicht nur rein auf der Geschichte liegt. Wenn ihr euch dieses Buch anschaut, dann ist es einfach was, was definitiv direkt ins Auge springt. Und ich werde euch auf meiner Facebook-Seite auch nochmal ein kurzes Video zu diesem Buch hochladen. Ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Mit denen habe ich letztes Jahr auch sehr ausführlich gesprochen. Und natürlich auch Science Fiction dürfte nicht fehlen. Wie gesagt, der Fantasy-Bereich. Gut, jedenfalls, das sind halt alles sehr, sehr kleine Verläge, von denen man noch nie gehört hat. Solche Verläge wie Heine und Klett-Cotta sind natürlich bekannt und berühmt und das sind halt kleine, die wirklich ganz oft auch von Autoren selbst geführt werden. Hier kommen wir zu einer Ecke, wo es zu Signierstunden kommt. Da habe ich mir letztes Jahr dann tatsächlich meine zwei Bücher von Patrick Rothfuss signieren lassen. Ich war total aufgeregt, als ich gesehen habe, dass er da war. Ich wusste nämlich tatsächlich gar nicht, dass er da signiert. Und was ihr hier vorne jetzt seht, wo so furchtbar viele Menschen drin stecken, ist so eine Art Rondell-Rundgang, wo noch jede Menge Bücher von allen möglichen Verlägen im Fantasy-Bereich zu finden sind. Gut, wir sind jetzt hier halt leider in der Manga-Halle. Ich habe da unglaublich viel aufgenommen, habe aber tatsächlich nichts mitgenommen. Die Manga-Comic-Convention ist tatsächlich auch jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Und ihr seht unglaublich viele, unglaublich talentierte Zeichner, die sich da hinsetzen und ihre Werke präsentieren. Ich muss zugeben, ich bin bei einigen wirklich hängen geblieben und habe unglaublich bewundert, was sie da alles schaffen. Ich selber zeichne auch unheimlich gerne und bin aber bei weitem noch nicht so gut, wie die es sind. Und ich habe manchmal überlegt, wie das wohl für mich wäre, wenn ich da jetzt tatsächlich meine Zeichnungen anbieten würde. Aber ja gut, es wird wahrscheinlich niemals dazu kommen. Was mich aber auch viel mehr reizt, um jetzt nochmal ein bisschen zu den Verlägen zurückzukommen, ihr könnt euch ja gerne hier noch ein bisschen anschauen, was ich da so gefilmt habe, aber ich werde dazu jetzt nicht mehr wirklich viel sagen, denn die Manga Comic Convention war nicht das, weshalb ich da war. Diese kleineren Verläge, die wie gesagt auch sehr oft von Autoren selbst geführt werden, sind natürlich so ein bisschen das, was so ein kleiner Traum von mir ist. Ich als leidenschaftliche Hobbyautorin bin natürlich auch darauf bedacht, irgendwann die Geschichten, die ich schreibe, mal als Buch rauszubringen. Und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal mein Buch auf einer dieser Messen präsentieren könnte, sei es jetzt die Leipziger oder die Frankfurter Buchmesse. Ich werde mich wahrscheinlich auch als erstes an solche kleinen Verläge wenden und nicht direkt an so riesig große, denn ich habe das Gefühl, dass ich da eher eine Chance haben werde, meine Bücher an den Mann zu bringen. Ich habe mich tatsächlich auch, wie ich jetzt schon erwähnt habe, mit dem ein oder anderen Autoren unterhalten, aber leider bin ich nie wirklich dazu gekommen, die mal darüber auszufragen, wie es eigentlich funktioniert, ein Buch wirklich rauszubringen, es einem Verlag zu präsentieren oder wie das Ganze abläuft, wo man anfängt. Natürlich fängt alles mit einem Manuskript an, soweit bin ich schon mal gekommen. Und ich bin auch wirklich dabei, mein Manuskript fertigzustellen, beziehungsweise die ersten Seiten schon so aufzubauen, dass es tatsächlich Manuskriptform hat. Ich habe mich jetzt informiert, wie so ein Manuskript aufgebaut sein müsste und bin jetzt mehr oder weniger dabei, es tatsächlich in eine solche Form zu bringen.
Ich war am Überlegen, ob ich nächstes Jahr dann vielleicht mal einfach mein Manuskript mitnehme und versuche, es dem einen oder anderen Verleger einfach mal in die Hand zu drücken. Denn wie gesagt, einige Verleger sind gleichzeitig Autoren und präsentieren quasi bei ihrem Verlag ihre eigenen Bücher. Und ja, vielleicht habe ich dann da die Chance, gerade bei diesen kleinen, da vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Gut, aber jetzt erstmal genug davon gelabert. Wer sich dafür mehr interessieren sollte, kann mir ja gerne auch privat nochmal schreiben. Sei es jetzt über Facebook oder über Twitter oder über hier. Wobei hier auf YouTube, muss ich sagen, ist das mit dem Antworten immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da richtig auf Nachrichten antworten soll. Ich finde aber auch, YouTube ist keine Plattform, auf der man Nachrichten schreibt bzw. beantwortet. Gut, es tut mir leid, dass ich hier irgendwie immer so, oh, Rayhan, packe ich euch definitiv unten in die Videobeschreibung, denn sie ist eine unglaublich geile Zeichnerin. Rayhan ist auch tatsächlich eine der wenigen Zeichnerinnen, von der ich mir tatsächlich dann auch was geholt habe. Verzeihung. Leider habe ich hier nicht wirklich ein Augenmerk auf Cosplay gelegt, denn Cosplay ist auch einfach. Ich war eine Zeit lang selbst Cosplayerin, tatsächlich, aber ich bin damit. Das ist einfach irgendwie nicht so meine Welt. Ich bin damit nicht sehr weit gekommen. Und ich bin auch einfach irgendwie ein sehr zurückhaltender und schüchterner Mensch. Und deshalb, Cosplay ist irgendwie was, wo man sehr aus sich rausgehen muss. Ich habe dann eine Zeit lang mal versucht, auf LARP umzuspringen. Also diese Live-Action-Roleplays bezüglich Film, Science-Fiction oder Mittelalter. Hauptsächlich eigentlich Mittelalter. Was dann aber leider auch nie so wirklich funktioniert hat. Also ich muss zugeben, irgendwie bin ich dafür wohl nicht so richtig gemacht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich hier dann auch kein Augenmerk groß auf Cosplayer gelegt. Denn ich wollte euch einfach die Zeichner zeigen und das, was einem da angeboten wird. Ich wollte euch ja schließlich so ein bisschen zeigen, was die Messe ausmacht. Das habe ich jetzt hier nicht ganz geschafft, denn das Cosplay und so weiter ist natürlich definitiv auch ein großer Teil, gerade der Manga-Comic-Convention. Aber die Zeichner kriegen meiner Meinung nach auch einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Man schlendert da mal ebenso durch die Stände durch, guckt sich das alles an und denkt sich dann, ja, sieht ganz nett aus, aber man respektiert nicht wirklich, was für eine wahnsinnige Arbeit dahinter steckt. Und das finde ich immer schade. Ich merke das immer wieder, wenn ich selber zeichne und besonders, wenn ich meine Zeichnungen dann auch verschenke. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird überhaupt nicht gewertschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das wollte ich euch einfach ganz gerne mal zeigen, denn das, was ihr da seht, da stecken Monate und Jahre an Arbeit dahinter. Und man schlendert da einfach vorbei und denkt sich so, ja, sieht ganz nett aus, könnte aber noch besser sein. Und irgendwie habe ich manchmal echt das Gefühl, ich könnte mich selber ohrfeigen für diese Gedanken. Denn ich weiß einfach selber, wie viel Arbeit es macht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worüber ich noch reden soll. Yay! Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Videos mit Audiokommentar mache. Und ja, die Geräusche im Hintergrund hier waren halt nicht sehr spektakulär. Ich sag mal, man hat hier so Gemurmel gehört und so ein paar Schritte und hin und wieder mal irgendwie da rumgeschrien hat. Aber das finde ich übrigens ziemlich cool. Das ist ein kleiner Anhänger von einem Buch, ist ein Minibuch und dadurch ist ein Loch. Sprich, das ist das Tagebuch von Tom Riddle. Das mittlerweile zerstörte Tagebuch von Tom Riddle als Anhänger. Fand ich eine sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich alles selbst gemacht. Also auch der ganze Schmuck, den ihr da seht, das waren Harry Potter Wundertütchen. Da war ich erst am Überlegen, ob ich es mir holen sollte, aber ich bin nicht so der Schmuckmensch. Also ich trage sowas eigentlich furchtbar ungern, weil ich einfach irgendwie dann das Gefühl habe, das gehört nicht zu mir, das ist so unnatürlich einfach und deswegen mag ich das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich fand das sehr, sehr interessant und wirklich. Der gesamte Schmuck, den ihr hier bei diesen Künstlern seht, ist wirklich selbst gemacht. Und nichts, was. Das fand ich süß. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, das ist ein Rehkitz? Ein Reh? Irgendwie sowas in der Art? Sollte es darstellen? Bei diesen Furries bin ich mir nie so ganz sicher. Oh, Lunaris. Lunaris ist auch eine unglaublich talentierte Zeichnerin, die ich euch ebenfalls mal unten in die Videobeschreibung packe. Folgt ihr auch auf Facebook, denn auf Facebook und DeviantArt hat sie auch ihre Zeichnungen und das ist einfach unglaublich, was sie da fabriziert. Ich bin einfach mega begeistert und zumal der Name es ja schon sagt, das hat auch viel mit Wölfen zu tun und Wölfe sind halt einfach so absolut meins, kommt halt nichts ran. Und gerade mit Hirschen und Rehen macht sie auch sehr viel, aber hauptsächlich Hirsche.
Und da muss ich irgendwie dann immer an Harry Potter denken. James Potter und so. Hirsch und Patronus und. Ah, ich bin halt immer noch Harry Potter geflasht. Kommt nichts drum herum. Oh, die fand ich übrigens auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe auch extra gleich mal oben den Namen dieses Standes gefilmt, um es eventuell im Internet dann nochmal zu finden. Ich kam bis jetzt leider noch nicht dazu, es nachzuschauen. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal danach, ob ihr das irgendwo übers Internet findet. Ich fand die Sachen, die sie da angeboten haben, auf jeden Fall unglaublich schön. Ja, die Hand meines Freundes ist immer mal so ein bisschen im Weg. Aber passt schon. Wir haben eigentlich was gesucht, was er sich ins Auto hängen kann. Und wie gesagt, ich bin halt nicht so der Schmuckmensch. Wenn, dann würde ich das wahrscheinlich einfach für das Steampunk-Outfit verwenden, das ich mir momentan zusammenstelle. Denn das ist halt das, woran ich momentan am ehesten arbeite. Es ist nichts Cosplay-mäßiges, sondern es ist einfach nur ein Outfit, das sehr, sehr Steampunk angehaucht ist. Und hier haben wir es, ne? Lungcheng's Dream Factory, irgendwie so. Und ja, jetzt neigen wir uns hier schon dem Ende. Das war es eigentlich mit der Manga Comic Convention und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr von den Verlagen. Verlägen? Verlagen? Sagt man Verlagen oder Verlägen? Keine Ahnung. Von den Ständen der Verläge gefilmt hätte. Habe ich aber leider nicht, weil es waren auch nicht sehr viele und ich hätte wirklich ganz gerne auch mal so eine Art kleines Interview mit einem Autor geführt. Das konnte ich dann jetzt leider auch nicht, das werde ich aber auf jeden Fall im nächsten Jahr dann nachholen, denn ich bin definitiv jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Das ist so ein fester Termin, den wir uns wirklich für jedes Jahr gesetzt haben und wir werden auch nächstes Jahr definitiv wieder dabei sein. Oh, und was ich euch gleich noch zeigen muss, das fand ich unglaublich interessant für alle League of Legends-Spieler aus da draußen, habe ich T-Shirts gefunden, die ich sehr, sehr interessant finde. Solo Top, AD Carry, Support, Midlane und Jungler. Ich war am Überlegen, meinem Bruder eins mitzubringen, aber ich weiß nicht welche. Ich glaube, es. Jungler? Ich glaube, er ist hauptsächlich Jungler. So, das war es dann jetzt also mit dem Sonntag der Buchmesse. Ich habe halt leider nicht wirklich viel selbst aufgenommen. So, ich habe halt einfach nur um mich herum so ein bisschen gefilmt, wie ich durch die Stände geschlendert bin. Natürlich gibt es auf der Messe eigentlich noch viel, viel mehr zu sehen. Es werden noch Vorlesungen, also nicht Vorlesungen, sondern Lesungen gemacht, wo diese kleineren Autoren oder auch größere Autoren wie Michael Peinkofer zum Beispiel war dieses Jahr da und hat dann aus seinen neuen Büchern vorgelesen. Das ist immer sehr, sehr interessant, weil man dadurch natürlich die Bücher vorgestellt bekommt und so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie genau sind die Bücher aufgebaut, wie liest sich das und worum geht es. Das haben wir beim letzten Jahr dann tatsächlich auch mitgenommen. Solche Sachen gibt es dann natürlich und es gibt Signierstunden und es gibt Diskussionsrunden zu bestimmten Dingen und das ist einfach, man muss selber da gewesen sein. Es ist schwierig, ein Video von einer solchen Messe zu machen, weil ich natürlich als einzelne Person gar nicht alles erfassen kann. Und ich war jetzt natürlich auch dadurch, dass mich das am meisten interessiert, hauptsächlich in der Fantasy-Abteilung unterwegs. Und auf der Antiquariatsmesse, aber das seht ihr in einem anderen Video, das ich euch hier oben dann gerne nochmal verlinken werde. Oder auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Ja. Also, das war es dann im Prinzip von der Messe. Was ich euch jetzt noch zeigen wollen würde, wäre das Video, in dem ich dann meine Errungenschaften ausgepackt bzw. vorgestellt habe. Ich habe natürlich wieder Unmengen an Lesestoff mitgenommen und das würde ich euch dann ganz gerne auch zeigen, was ich denn da alles so erstanden habe. Das wird ebenfalls in einem extra Video sein, das ich euch ebenfalls hier oben, nein, da oben verlinken werde. Ich zeige jedes Mal in die falsche Richtung, weil es alles spiegelverkehrt ist. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und vielleicht sieht man sich ja auf der einen oder anderen Messe mal. Bis dann. Ciao.